Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dragon Age. So, dann wollen wir uns jetzt hier mal einmischen. Inquisitor, tot den Flachländern, zum Ruhme Hakon. Ja, okay. So. Ja, da war nicht viel durchzuhalten. Fragen wir mal den Fischer. Ihr seid der Flachländer, den man den Inquisitor nennt? Ich bin Arvid Rolfsen. Gut gekämpft. Die Fische werden sich heute Nacht am Herzwein von Narren laben. Ich weiß nicht, was euch hierher führt, aber ihr und ich, wir haben keinen Streit. Wie lange lebt ihr schon in der Senke? Der Steinbärenstamm ist schon seit einigen Generationen hier. Ich wurde weiter im Norden geboren, aber wir gingen kurz nach meiner Geburt von dort fort. Das Leben hier war gut, bis Hakons Fänge aufgetaucht sind. Sie haben Probleme mitgebracht. Die Leute rechnen mit einem Angriff, aber... Ihr seid anderer Meinung. Trotz all ihrer Prahlereien scheint ihr Irrsinn darüber hinauszugehen. Ich kann nicht sagen, was sie planen, aber ich habe ein mieses Gefühl. Ich bräuchte ein Boot. Ich muss auf diese Insel. Die Herrenau? Wie bitte? Diese Insel gehört der Herren des Himmels. Die Geister warnen uns davor, sie zu betreten. Und das könnte nicht vielleicht einfach nur eine Legende sein. Ich habe nicht den Wunsch, die Ruhe eurer Herren zu stören, aber es ist wichtig. Wenn ich euch das Boot gebe und ihr die Geister verärgert und sterbt, könnten andere Flachländer kommen, um Rache zu üben. Das würde Schwierigkeiten für meinen Stamm bedeuten. Und diese Verantwortung werde ich nicht tragen. Geht in unser Dorf und sprecht mit meiner Thane. Svara Sonnenhaar. Holt euch ihren Segen. Dann könnt ihr meinetwegen bis in Korths steiniges Herz segeln. Okay. Aber vorher gucken wir uns bei dir nochmal ein bisschen um hier. Aha. Gut, nehmen wir einmal alles mit. Und dann einmal rum hier. Ah, Warwick, lass mich mal durch hier. So, schauen wir mal. Bin ich die Anführerin der Avar? Seeuferstraße. Ist aber hier ein bisschen ruhig. Ein bisschen sehr ruhig. Ne, ich glaube mal, wir sollen geradezu weiter. Dann gehen wir auch mal geradezu weiter. Immer da, wo die Steine im Boden sind. Da ist man richtig. Mhm. Da haben wir noch ein Avar. Hallöchen. Seid gegrüßt, Fremder. Ja, seid gegrüßt. Ich glaube, wir sind schon im Dorf angekommen. Hast du gesehen, was für Tiere sich Hakons Fänge halten? Diese Rattenviecher, denen Frost von den... Warte, bis irgendwas mit dem Kampf. Was? Ausgestoßen. Also hier sehe ich gerade keinen Kampf. Wir haben aber einen Händler hier, den könnten wir vielleicht nochmal was verkaufen. Darf ich mal? In einer Fleischerei gefundene Skizzen. Mehrere einfache, aber durchaus kunstvoll angefertigte Zeichnungen weisen darauf hin, dass sich der Inhaber dieser Fleischerei entschieden hat, den Tag mit der Zubereitung alchemistischer Tränke oder, was deutlich wahrscheinlicher ist, alkoholischer Getränke zu verbringen. Die Zeichnungen fordern seine Kunden auf, sich zu nehmen, was sie möchten und ihn später zu bezahlen. Okay. Gut, gucken wir erstmal, dass wir was verkaufen tun, denn wir haben sonst bald auch irgendwann keinen Platz mehr. Sowas hier können wir zum Beispiel noch verhökern und hier haben wir auch nochmal ordentliche Ringe und Amulette, die wir verhökern können. Gehärtete, ja, den können wir eigentlich auch wegpacken und den Rest behalte ich mal noch. Und ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was wir jetzt hier es brauchen. Es klingt, als würde da jemand feiern oder kämpfen.
Mann, die wettklettern oder was? Na los, gib Gas! Ja, komm, komm! Hast es doch gleich geschafft. Und hochziehen. Okay. Auch nicht schlecht. Die hat aber auch einen schönen Hammer. So, jetzt haben wir hier die Schnellreise. Jetzt haben wir... Wir haben ein bisschen viel hier. Was noch bleibt... Verbündete unter den Avar. Wir sollten mit der Thane reden. Ah, hier. Wir haben von eurer Ankunft gehört, Flachländer. Kommt an mein Feuer. Dort können wir uns unterhalten. Okay. Inquisitor, ich bin Svara Sonnenhaar, Zeihin des Steinbärenstamms. Ihr genießt hier Gastfreundschaft. Nur wenige unseres Volkes haben je einen Kunari gesehen. Es ist angenehm, in einer Unterhaltung mit euch nicht nach unten blicken zu müssen. Aber ihr und eure Leute seid weit von der Sicherheit der Flachlande entfernt. Wir sind nicht hier, um euren Volk Probleme zu bereiten, Thane. Wir haben erfahren, dass der letzte Inquisitor vor hunderten von Jahren hier den Tod gefunden haben könnte. Wir suchen seine sterblichen Überreste. Den Toten Frieden zu schenken, ist ein hehres Ziel. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um euch zu helfen. Hakons Fänge hingegen werden euch bedauerlicherweise nicht derart herzlich willkommen heißen. Ihren Thane, Gurt Haraufsen, habt ihr ja schon kennengelernt. Und ich wette, ihr habt in der Wildnis auch bereits die Klingen mit ihnen gekreuzt. Wenn ihr vorhabt, an diesem Ort nach den Überresten eures Inquisitors zu suchen, werden sie es euch mit Blut vergelten wollen. Als ich hier ankam, wurde gerade eine Art Kletterwettkampf ausgetragen. Was genau war das? Die Prüfung der Herren. Wir nutzen sie, um Streitigkeiten zu regeln, wenn nicht klar ist, wer im Recht ist. Es gibt auch noch andere. In der Prüfung des Bergvaters wird mit Worten gekämpft, während die Kontrahenten von ihren Unterstützern in die Höhe gestemmt werden. Und Hakons Prüfung ist ein Kampf mit stumpfen Waffen. Diese Prüfungen zeigen nur, wer schneller oder stärker ist, nicht wer im Recht ist. Sind eure Flachlandverhandlungen etwa perfekt? Können die Reichen oder Durchtriebenen sie nicht gewinnen, auch wenn sie im Unrecht sind? Wer würdig ist, entscheiden die Götter. Aber als Thane kann ich ihnen dabei helfen. Ich lege fest, durch welche Prüfung der Streit beigelegt wird. Darüber hinaus könnte ich einen Krieger, dessen Forderung töricht ist, auffordern, mit einem Sack voller Steine auf dem Rücken zu klettern. Ich wüsste gerne mehr über den Steinbärenstamm. Wir sind nicht der größte Stamm, aber unsere Krieger sind stark und unsere Sänger hübsch. Ach, Worte sind etwas für Prahlereien am Feuer. Ihr solltet euch das alles lieber selbst ansehen. Könnt ihr mir mehr über Hakons Fänge erzählen? Sie sind nicht der erste Stamm, der für sich diesen Namen gewählt hat. Und sie alle waren Narren. Was möchtet ihr über sie wissen? Wie kommt es, dass Hakons Fänge derart erzürnt sind? Woran glauben sie? Ein weiser Mann ehrt jeden Gott um dessen Stärken willen. Björn Rotbart für die Fischerei, Rilla vom Feuer für die Zeugung. Die Hakoniten allerdings wenden sich nur Hakon Winteratem zu, dem Gott des Krieges und des Winters. Es ist nichts Böses an Hakon. Es gibt Zeiten, in denen man kämpfen muss. Aber Hakons Fänge interessieren sich für nichts anderes. Sie plündern und sie kämpfen. Irgendwann sterben sie und ihre Geschichten werden vergessen. Das ist der Lauf der Dinge. Ihr sagtet, es hätte schon früher Gruppen gegeben, die sich Hakons Fänge nannten. Ja, vor vielen Zeitaltern. Alles, woran sie dachten, war Schlachtenruhm. Sie griffen die Flachländer an. Eure Völker schlugen zurück und vernichteten sie. Sie waren Narren. Was könnt ihr mir über diejenigen erzählen, die sich heute Hakons Fänge nennen? Sie kamen vor einigen Jahren hierher, nachdem ihnen die Verderbnis ihr Zuhause genommen hatte. Es gab genug Land für uns beide. Also empfingen wir sie in Freundschaft.
Wir haben ihren Zorn nicht gesehen. Gurt Harofsen hatte zu viele seines Stammes an die dunkle Brut verloren. Er dachte an nichts anderes mehr als an Schlachten und Kriege. Begangenes Unrecht zu rächen, ist etwas Gutes. Aber nur ein Narr steckt dafür die ganze Welt in Brand. Lasst uns die Unterhaltung vertagen. Gebt auf euch Acht. Yay. Hier haben wir nochmal was zu lesen. Saint Summer Sommerhaar. Dies scheint ein unvollendeter Brief zu sein. Die Handschrift ist schlicht und der Text enthält viele Sätze, die wieder durchgestrichen wurden. Flachländer, wenn ihr den Mut habt euch, Olisianer, wenn ihr den Mut habt euch, Händler von Orlais, wenn an jene, die mit den Steinstamm zu handeln, wünschen, ihr solltet wissen, wer ich bin. Ich bin Thane Sarah Sommerhaar. Ich bin Thane Sarah Jedons Jedotten, bekannt als Sommerhaar. Obwohl meine Klinge unzählige Schlachten gekostet hat. Obwohl meine Klinge reichlich Blut gekostet hat. Obwohl ich in zahlreichen Schlachten gekämpft habe, wünsche ich keinen Streit, sondern Handel zwischen unseren und euren Stamm. Wir besitzen Leder und Felle, die eure Flachlandhäute beschämen. Und Waffen, die Harkons Winter gekostet haben. Wir besitzen Leder und Felle, die eure Krieger stark und eure Geliebten geschmeidig erscheinen lassen, sowie Waffen. Wir besitzen ausgezeichnete Felle, hervorragendes Leder und Waffen, die man sie im Flachland nur noch nie gesehen hat. Lasst uns ehrlich guten Handel treiben, dann wird es Münzen für uns alle geben. Betrügt uns und euer Blut wird. Lasst uns ehrlich guten Handel treiben, dann wird es Münzen für uns alle geben. Thane Sarah Sommerhaar. Es ist doch... Das ist doch Schwachsinn. Welcher Flachländer würde für Felle, und die er noch nicht mal gesehen hat, einen derart weiten Weg auf sich nehmen? Ah, bei Ko. Ich habe das gerade geschrieben, statt es auszusprechen. Diese dämliche Flachländerschrift ist eine Qual für den Verstand. Der Rest des Briefs besteht aus wütenden Zeichnungen von Äxten. Ja, aber sie wollt wenigstens Handel treiben. Gut, wir haben jetzt hier noch ausgestoßen. Gucken wir mal. Ne, wir haben nochmal was zum Aha hier. Inquisitor. Oh. Wie seid ihr zu dem Namen Sonnenhaar gekommen? Ich wurde als Svara Jane Stotten geboren. Und mein Legendenname? Ich habe einmal eine Schlacht mit brennendem Haar geschlagen. Ihr habt euer Haar in Brand gesteckt? Ein feindlicher Bogenschütze hat mein Haar in Brand gesteckt. Ich kämpfte Schild an Schild mit einem Gegner und hatte keine Zeit, es zu löschen. Es hat meinen Feinden Angst gemacht und mein Haar war lang genug geflochten, dass ich es mir leisten konnte. Es hat allerdings schlimmer gestunken als Ziegenscheiße. Das kann ich mir vorstellen. Mir wurde gesagt, ich bräuchte eine Einwilligung, um mir von den Fischern ein Boot zu leihen. Ha, Rolfsen! Er ist ängstlicher als eine neugeborene Ziege. Das Boot gehört euch. Richtet ihm das von mir aus. Die Harkoniten greifen meine Leute an. Ich wäre für jegliche Hilfe dankbar, die ihr uns anbieten könnt. Die meisten Angehörigen meines Stammes sehen es als Grund zum Feiern, wenn ich meine Klinge im Blut der Harkoniten baden würde. Die Harkoniten sind Narren und haben die alten Lebensweisen vergessen. Aber wir haben geschworen, Frieden mit ihnen zu halten. Sie an der Seite von Flachländern anzugreifen, würde uns zu Eidbrüchigen machen. Ein Sturm könnte aufziehen, wenn ich das von meinem Stamm verlange. Ich verstehe eure Bedenken. Dennoch kann ich irgendetwas tun, das uns weiterhelfen würde. Bei den Avar schöpft ein Stamm Kraft aus seinem Stammestier. Wir betrachten es als einen von uns. Ist unser Stammestier stark und zufrieden, bedeutet das Glück. Wird es krank und stirbt, ist das ein böses Omen. Unsere Bärin, Storvaka, wurde seit Tagen nicht mehr gesehen. Der Stamm fürchtet um sie. Ich kann von meinem Stamm nicht verlangen, seine Friedenseide zu brechen, solange Storvaka nicht wieder zurück ist. Habt ihr Mitglieder eures Stammes entsandt, um nach Storvaka zu suchen? Der Stamm ist bereits beunruhigt. Durch eine groß angelegte Jagd auf unser Stammestier
würden wir den Hakoniten gegenüber Schwäche zeigen. Unser Augur wüsste es, wenn sie tot wäre. Also halten unsere Jäger die Augen nach Spuren offen. Mehr können wir nicht tun. Als ihr uns gebeten habt, euch bei der Suche nach Storwacker zu helfen, klang es, als wärt ihr bereit, euren Eid zu brechen. Ich könnte jetzt sagen, dass wir jegliche Eide als heilig erachten und kein wahrer Avar sie jemals brechen würde. Es wäre eine gute Lüge. Und zweifellos sagen die Flachländer dasselbe auch über sich. Aber ein kluger Thane kann im Zelt jedes Versprechens ein Loch finden. Eine kleine Stelle, an der der kalte Wind hineinkriecht. Wir sind Knochen und Blut. Eide haben Bestand, bis sie gebrochen werden. Wenn ich euren Bären finde und ihr den Eid brecht, was wird dann aus dem Steinbärenstamm? Es gibt andere Stämme, die durch Eide mit Hakonsfängen verbunden sind. Sie sind verpflichtet, sie zu verteidigen oder zu rächen. Wären sie Freunde der Hakoniten, würden sie uns angreifen. Aber Hakonsfänge haben nur wenige Freunde. Wir werden ihnen also Opfergaben, Waren und Geschenke schicken und den Preis für unseren Eidbruch bezahlen. Der Sturm wird vorüberziehen. Ich tue dies nicht leichtfertig, Inquisitor. Aber die Hakoniten sind eine Bedrohung. Ich bin ein wenig erstaunt, dass ich einen Bären finden muss, um die Unterstützung eures Stammes zu erhalten. Storwacker ist nicht nur ein Bär. Sie ist unser Stammestier, unsere Verbindung zu den Göttern. Ohne sie, ich weiß nicht, ob euer Volk an Götter glaubt oder sie gestohlen werden können. Aber es ist nicht gut, wenn so etwas geschieht. Ach, ich weiß mehr über diese Welt als über die Welt der Geister. Sprecht mit unserem Auguren, wenn ihr mehr wissen wollt. Außerdem sind sie unsere Götter, nicht eure. Im Grunde müsst ihr nur wissen, dass Storwacker wichtig für uns ist. Wie lebt Storwacker innerhalb des Stammes? Hat sie ein Gehege oder? Gehege sind etwas für Ziegen und Hühner, nicht für Stammesmitglieder. Die Avar sind frei. Und das gilt auch für unsere Stammestiere. Storwacker lebt in einer Höhle in der Nähe der Ansiedlung. Wenn sie uns sehen möchte, kommt sie uns besuchen. Ansonsten bringen wir ihr Nahrung als Geschenk. Wenn auch nicht genug, als dass sie nicht auch selbst jagen müsste. Ich sollte es vielleicht nicht erwähnen, aber Bären und ich kommen in der Regel nicht sonderlich gut miteinander aus. Ihr habt gegen Bären gekämpft? Ihr habt es überlebt, also ist doch alles in bester Ordnung. Und ein wenig Furcht wird dafür sorgen, dass ihr Storwacker mit Respekt begegnet, wenn ihr sie findet. Ihr schafft das schon. Ihr sagt also, sie ist freundlich. Lasst uns die Unterhaltung vertagen. Fragt die Mitglieder des Stammes nach Storwacker. Vielleicht wissen sie ja etwas, das sie mir noch nicht erzählt haben. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken hier. Ausgestoßen. Ja, das scheint wohl wahrscheinlich oben, noch weiter oben zu sein. Gucken wir uns hier einfach nochmal ein bisschen um. Vielleicht finden wir das ja hier doch schneller als gedacht. Aber ich glaube, hier geht's Felswandfahrt. Ich glaube, das geht hier schon wieder raus. Boah, wie viele Questen wir hier noch haben. Will hier aber nicht die Stadt jetzt verlassen. Ich würde schon gerne die Questen so nach und nach abzwiebeln. Gehen wir einfach mal ein bisschen weiter hoch. Hier oben scheint auch nochmal ein Händler zu sein. Der Wind wirkt kälter, als er sein sollte. Ein Jagdmeister. Inquisitor, braucht ihr die Hilfe eines Jägers oder spaziert ihr einfach nur ein bisschen herum? Ich schätze, ihr Flachländer bekommt nicht sonderlich viele Stämme zu sehen. Aber ich kann euch sagen, es gibt keinen besseren. Ich nehme an, ihr selbst geht auch auf die Jagd. Selbstverständlich. Wer behauptet hier etwas anderes? Niemand. Ich führe unsere Jagden an, Inquisitor. Mein Bein schmerzt, mein eines Auge ist im Dunkeln blind und trotzdem bringe ich mehr Fleisch nach Hause als jeder andere Angehörige des Stammes. Ob ich jage, ziehe, pisse. Bitte entschuldigt, ich war einfach nur neugierig. Tja, ich schätze, ihr Flachländer könnt wohl nichts für eure Manieren. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo ich Storwacker finden könnte?
Unser Stammestier ist ständig hungrig. Sie macht vielleicht Jagd auf das Wild im westlichen Tal. Da das Wetter umschlägt, glaube ich nicht, dass sie sich viel weiter von hier entfernen würde. Auf bald. Gebt auf euch Acht. Okay, westliche Tal. Ja. Was haben wir denn hier? Wie der Steinbärenstamm zu seinem Namen kam. Alles begann mit einem Mann, Ivar Jeriksen. Nachdem ihr Tain verstoßen war und sie durch Krieg und Unglück aus dem Zuhause vertrieben worden waren, führte Ivar die verbliebenen Mitglieder seines Stammes durch die Berge. Es war ein harter Winter. Harkons Winde hallten an den Gipfeln wieder. Die Tiere flohen und die Jäger fanden nur wenig Wild. Ivars Leute wurden schwach. Sie fürchteten auf ihren Lasten einen Fluch. Als der Schneesturm aufzog, entfachten sie ein spärliches Feuer und scharten sich darum, um sich zumindest ein wenig zu wärmen. Nachdem sich der Schneesturm am dritten Tag noch immer nicht gelegt hatte, wussten sie, dass sie sterben würden. Als Ivar in der dritten Nacht Wache hielt, erhaschte er durch den Schnee einen Blick auf einen gewaltigen grauen Bären. Obwohl das Tier noch weit entfernt war, konnte Ivar spüren, wie seine Augen auf ihn ruhten und wusste, dass er ihm folgen musste. So machte er sich allein auf den Weg durch Wind und Schnee. Der große Bär ging voraus, immer in der Ferne, doch nie außer Sichtweite. Schließlich blieb der Bär stehen. Ivar stellte sich neben ihn und sah von sich einen geschützten Ort, der für seinen Stamm die Rettung bedeuten würde. Er streckte die Hand nach seinem Führer aus, fühlte jedoch anstelle von Fell nur grauen Stein. Also kniete Ivar vor dem Stein nieder und dankte Kot, denn er wusste, dass der Bergvater die Gestalt eines Bären angenommen hatte, um ihn an diesen Ort zu leiten. Ivar kehrte zu den anderen zurück und führte sie zu dem geschützten Ort. Ivar Jeriksen wurde zu Ivar Schneefreund und sein Begleiter schworen, ihn als ihren Tain zu folgen. Zu Ehren von Ivars Vision gaben sie sich den Namen Steinbärenstamm und ließen sich an diesen Ort nieder. Und hier sind wir stark geworden. Aus Geschichten aus den wilden Süden, eine Sammlung von Legenden aus den barbarischen Lendenfels, zusammengetragen von Lady Susanne Ashwell aus Ansburg. Okay. Oh, hallo Finn. Kann ich mit dir auch reden? Inquisitor, euer Besuch ehrt mich. Ich bin Finn Kaldansen. Verzeiht mir, dass ich nicht aufstehe, um euch angemessen zu begrüßen. Wie wurdet ihr verletzt? Vor ein paar Monaten zog ein Sturm auf. Der schlimmste, den wir seit langem gesehen hatten. Ich habe geholfen, die Fischerboote sicher zu vertäuen. Einer wäre beinahe hineingestürzt. Ich hielt ihn, wurde aber selbst von der Strömung mitgerissen. Mein Bein wurde an den Felsen zerschmettert. Es ist noch nicht wieder richtig verheilt. Ihr wirkt bedrückt. Ist es wegen eurer Verletzung? Zum Teil. Gyda Myrdotten bereitet den Leichnam meines Vaters für die Himmelsbestattung vor. Oh, verdammt. Ich wusste, es würde bald soweit sein, aber ich vermisse ihn einfach. Ihr solltet euch ausruhen. Die Herrin möge euch schützen. Okay. Gut, aber hier oben... Wir haben jetzt da noch mehr... Schauen wir mal, wir rennen da jetzt nochmal kurz hoch. Ah, noch eine Quest und wir können hier was beanspruchen. Na denn? Und noch eine Quest. Oh, oi. Die Legende der Hygnar, dem Eistroll, zittert vor dem Eistroll Hygnar. Hütet euch vor seiner Wut. Unbesiegt seit ewigen Zeiten trinkt er all der Narren Blut. Verlockt von Ruhm, die Schwerter schwingend, kamen die Avar. Doch jeder, der den Troll bekämpft, ist nur ein weiter toterer Narr. Im
Der Herren Segen sie entfliehen. Okay. Also, seid ihr hier, um eure Fähigkeiten auf die Probe zu stellen? Was meint ihr damit? Unsere Krieger wollen sich mit euch messen, Inquisitor. Bringt uns eine Opfergabe und wir lassen euch in Hakons Prüfungen kämpfen. Der Steinbärenstamm wüsste gern, ob euch die Geister gewogen sind, genau wie ich. Leitet ihr diese Arena? Das tue ich. Man nennt mich Arkenfelsen. Ich bereite Krieger für die Götter vor. Oder besser gesagt, ich bläue jungen Köpfen ein, dass niemand von Geburt an weiß, wie die Axt geschwungen wird oder der Pfeil fliegt. Was soll das heißen, ihr bereitet Krieger für die Götter vor? Wir üben uns und die Götter sehen, dass wir würdig werden. Würdig wofür? Einen Augenblick der Stärke, wenn man sie am dringendsten braucht. Einen kurzen Blick, der eine Klinge erhascht, die auf euer Herz zielt. Unsere Krieger müssen beweisen, dass sie den Willen für diese Gaben besitzen. Ebenso wie den Willen, sich zu üben. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ihr bemüht euch um Besessenheit. Aber das wäre ja töricht, nicht wahr? Unser Augur ist kein Narr. Wir halten die bösen Geister zurück. Oder spüren sie in jenen auf, die sie anziehen. Ich schätze, ihr glaubt das tatsächlich. Was genau sind diese Prüfungen? Ein Kampf gegen unsere Besten. Verstand und Muskeln und Stahl gegen Stahl. Nicht bis zum Tod, sondern nur bis einer der Kämpfer aufgibt. Ihr müsst also keine Angst haben. Ich würde niemanden nur wegen einer Prüfung das Leben nehmen wollen. Gut, aber haltet euch nicht zurück. Die Götter und ich würden es bemerken. Können wir mit Hakons Prüfung beginnen? Wir brauchen zunächst eine Opfergabe von euch, um Hakon und die Toten zu ehren. Können wir mit Hakons Prüfung beginnen? Wir brauchen zunächst eine Opfergabe von euch, um Hakon und die Toten zu ehren. Aber was für eine Opfergabe? Wieso betet ihr zu Hakon, wenn euch seine Fanatiker doch derartige Schwierigkeiten bereiten? Hakon Winteratem könnte uns durch diese Fanatiker auf die Probe stellen. Er kann ein grausamer Gott sein, Flachländer. Er wird seine Gunst dem Sieger schenken und keinem anderen. Stärke zu Stärke. Sollten Hakons Fänge versuchen, uns anzugreifen, werden wir ihre Überreste an die Bären verfüttern. Ich verabschiede mich. Sichere Reisen. Okay. Hakons... Achso, Everit und Silverit. Ich glaube, das muss ich dann nochmal herstellen, oder? Gut, machen wir jetzt hier aber erstmal an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.